Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den New Holland Methan an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Adriano Ivanoskiu, wenn man so richtig ausspricht. Ich glaube beinahe nicht. Talion und Agromods gibt es in dem PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann einmal hier New Holland Methan. Nun, wie es der Name ja schon sagt, haben wir hier einen Methan-Traktor mit dabei oder einen Biomethan-Traktor. Und ja, wir haben 180 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 250 Kilogramm Methan-Tank, 50 km/h Max-Speed, 6,1 Tonnen Gewicht, 217.000 glatt in der Anschaffung. 11.067 Euro im Leasing. Drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Felgenfarbe. Kennzeichen gibt es in dem Falle leider keins. Jo, wir haben Trelleburg, Standardbereifung, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Breitreifen Variante 2. Das Ganze nochmal mit Gewichten in Variante 2 und sogar Pflegebereifung. Zwillingspflegebereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Den ganzen Spaß gibt es dann auch nochmal bei Michelin, nur ohne Pflegebereifung. Continental, das gleiche in grün. Mitas hier wiederum das gleiche in grün, obwohl es ja noch Breitreifen mit Radgewichten gibt. Das gleiche gilt für BKT. Fredestein gibt es dann hier wieder ein bisschen mehr Auswahl, allerdings auch ohne Pflegebereifung. Und Nokia haben wir dann hier noch kommunale Bereifung mit dabei. Felgenfarbe ist Felgenfarbe, sollte selbsterklärend sein. Ne? So, schauen wir uns das grüne Stück an. Das sieht ein bisschen fancy aus. Nur um ehrlich zu sein, so hier so nach vorne mit so einem, ja, Gewichtsträger würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir haben auf jeden Fall hier Blinker, ne, Fahrtleuchten. Wir haben hier an der Seite New Holland mit dastehen. Dann auch keine weitere Bezeichnung mit dabei. Hier, wie gesagt, die Standard Trelleburg-Bereifung 42070R29 und hinten 52070R38er. Ja, vorne hier dieses, ich nenne es jetzt mal Gewichtsträger in dem Falle. New Holland-Logo, riesen Panoramadach oder generell das Dach ist eigentlich eine Glasscheibe, wenn man es so sieht. Hier oben sind dann noch Fahrtleuchten und Arbeitsleuchten mit integriert. Hier halt Blinker, hier die Fahrtleuchten. Gegenüberliegende Seite das gleiche in grün. Hinten Mac-Bereich, Bremslichter, Blinker. Mit dazu hinten nochmal Arbeitsleuchten, hier hinten die üblichen Anschlüsse. Der Innenbereich sieht auch schon ein bisschen, ja, sagen wir das mal, modern aus. Auf Spiegel wurde hier komplett verzichtet. Kann sein, dass es ein Prototyp ist oder so. Aber Spiegel gibt es in dem Falle hier noch gar keine. Wir haben hier New Holland Logo mit dabei. Da haben wir so eine Art Handy-Display mit dazu, genauso wie hier drüben und in der Mitte. Ja, Joystick, ein paar Buttons und das war's. Also es sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Durch dieses Glasdach, nenne ich es jetzt einfach mal, hat man aber auch ein sehr weites Raumgefühl, nenne ich es mal. Ne? Nicht so eingeengt, sondern eher so luftig, locker, schön. Deswegen alles soweit ganz nett. Sieht soweit auch von den Texturen her gut aus, habe ich nichts auszusetzen. Hören wir uns mal den Sound an. Jo, Sound ist erstmal soweit normal, würde ich behaupten. Da ist jetzt erstmal nichts Besonderes mit dran. Ist aber soweit auch vollkommen in Ordnung. Gefällt mir, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Die Funktionalität, ihr seht, eine Hand ist am Lenkrad, die andere Hand hier an den Joystick, beziehungsweise Gangwahlhebel. Der ist jetzt in dem Sinne nicht animiert, die Beinchen sind aber animiert, wie ihr seht, das haut alles hin. Ansonsten seht ihr ja schon, was ich gerade meinte, dass alles so ein bisschen fancy-mancy ist. Wir haben hier oben halt komplettes Display. Was, denke ich mal, eine Realität Touch sein wird, logischerweise. Wo wir dann Infotainment haben, eine 360-Grad-Kamera, wie mir das ausschaut, und die Steuerung für den Traktor, für die einzelnen Lichtelemente. Wir haben vorne hier in der Mitte der Tacho, der auch komplett digital ist und in der Mitte ist. Ne, wenn wir, also wir lenken im Endeffekt an den Tacho so vorbei, mit Uhrzeit, RPM und km/h. Rechts da unten, ich denke mal, das ist einfach nur ein Handy, ne? Und da ist einfach nur ein Hintergrundbild und das ist es in dem Falle hiermit gewesen. Und ja, das sieht soweit alles schnieke aus. Gehen wir da einmal in die Nacht mit rein.
Dankeschön. Dann sehen wir können schon mal generell die kmh-Anzahl ablesen, ob wir Licht anhaben oder nicht. Die Displays selber da sind logischerweise auch beleuchtet. Da seht ihr auch nochmal die Uhrzeit, die da auch separat mitgeht. Wenn ich jetzt einmal hier Blinker aktiviere, seht ihr jetzt erstmal prinzipiell hier nichts irgendwo aufleuchten. Im Außenbereich sind die einmal hier vorne und einmal dementsprechend hier hinten mit dran. Reflektiert soweit auch alles. Und umleuchten haben wir keinen. Ansonsten haben wir halt normales Fahrtlicht, vorderes Arbeitslicht und hinteres Arbeitslicht separat mit dazu, beziehungsweise Aufblendlicht. Wir sehen einmal Numpad 5 und Numpad 6 ist dann hier, Numpad 6 eher vordere und hintere Arbeitsleuchten separat. Numpad 5 hier mehr oder weniger das Aufblendlicht, was wir dann separat, also oder Abblendlicht oder Fernblendlicht, wie man es auch immer sehr sagen will, Fernlicht, was soweit funktioniert. Rückwärtsleuchten sehen dann so aus und ihr seht, die Bremsleuchten sind alle einmal hier oben mit integriert. Sieht auch sehr fancy aus. Hube. Ja, ist so eine Standardhube, das ist jetzt in dem Fall nichts Besonderes. So, gehen wir mal kurz weiter rein. Gibt es irgendwelche Spielereien, Simple IC oder Tür öffnen, Tür schließen? Nö. Alles soweit im Standardformat hier gehalten. Wir haben 53 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, die erreichen wir in dem Falle auch. Ansonsten fährt sich die Kiste genauso wie alle anderen Traktoren sehr, sehr angenehm. Ne, also da werdet ihr jetzt auch keine Verbesserung und oder Verschlechterung generell feststellen. Bremse ist auch relativ stark, wie ihr seht, also da kommen wir ganz gut zum Halten. Dann nehmen wir uns einmal hier einen Flug mit rein, packen den einmal hier hinten dran. Und dann seht ihr auch hier hinten, ne, das funktioniert soweit, ist jetzt ein bisschen zu stark für den Kleinen. Ne, aber ihr seht, so animationstechnisch gesehen ist da in dem Falle auch alles mit sauber. Das Einzige, was ihr achten müsst, es ist halt Methan, das heißt, ihr könnt nicht an eine normale Tankstelle ran, sondern ihr geht im Baumenü unter Gebäude und Tools und müsst euch dann hier diese Biomethan-Tankstelle hinstellen und an dieser Tankstelle könnt ihr den Traktor dann auftanken. Versteht sich. Ja, ansonsten, Thema Lok ist, soweit wie ihr hier seht, sauber. Wir reden ungefähr von 10 MB, könnt ihr also auch nichts verkehrt machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.